Servus, grüezi, hallo und moin moin, hier direkt vom Eutersee. Mein Name Burkhard Kadu. Auf meinem täglichen Laufstreak oder auf meiner Laufserie 100 Tage jeden Tag Sport. Heute bin ich vor dem Bistro am Eutersee, was seit neuestem jetzt zur Wintersaison der Bulette heißt. Der oder die Bulette, ich wollte den Wirt gerade bei ihm fragen. Aber der hat sich verzogen, als er die Kamera gesehen hat. Überhaupt kein Problem. Heute Tag 5 meiner aktuellen Serie. 2,5 Kilo sind schon runter. Body Mass Index ist deutlich besser geworden. Und wenn ihr Bock habt, zu erfahren, was ich alles gut zu tun habe. 5 Kilometer habe ich schon, 5 mache ich leider, egal. Ich habe alles schon eingesprochen. Das erfahrt ihr jetzt direkt nach dem Trailer. Hochgeladen wird alles heute Abend um 18 Uhr, wie ich jeden Tag versuche, um 18 Uhr pünktlich auf Sendung zu sein. Also bleibt dran nach dem Intro. Yeah! Ja, hallo, da seid ihr ja wieder. Heute ist Freitag, ein Tag nach der deutschen Einheit. Ich kann das Datum jetzt gar nicht sagen, weil meine Uhr ist quasi auf Laufmodus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ich euch motivieren konnte, meinen Kanal mit meinem Programm 100 Tage Sport auf dem Weg 15 Kilo abzunehmen. So, ich muss sagen, ich bin geflasht, es macht wieder richtig Spaß. Viel mehr Spaß als bei meiner ersten Serie 1000 Kilometer bis zum Marathon, denn das war ja mein Experiment, motiviert durch die HAJ Hannover Marathon-Botschafter-Präsenz, die ich hatte. Und jetzt haben wir also vieles gelernt. Was ganz toll ist, also eins, Resümee. Von meinem 1000 Kilometer bis zum Marathon-Vlog, den ich zum Hannover-Marathon gemacht habe, muss ich sagen, hat ja der ein oder andere sich tatsächlich entschieden, einen halben oder einen ganzen Marathon zu laufen. Vielen Dank für die Rückmeldung, dass ich der Motivationsgeber war, der euch dazu gebracht hat, mitzulaufen. Gestern Abend habe ich einen langen Dialog mit Schnatterinchen geführt oder Frau Rienchen auf Instagram. Und sie ist auch so eine Läuferin, die eigentlich mehr möchte, sich aber noch nicht viel zutraut. Und sie hat jetzt zu mir gesagt, okay, sie ist dabei, 100 Tage Sport, 95 Tage bleiben ihr noch. Jeden Tag irgendwas machen, um das Ergebnis zu sehen. Schnatterinchen, ganz viel Glück dir. Das macht mir echt Spaß, dass ich nicht der einzige Halbgare bin, der jetzt hier durch die Wege läuft. Ich kriege natürlich viele positive, viele negative Resonanzen. Ich habe natürlich einen Namen eben gerade erwähnt. Jörg Howold, du bist mein Favorite, einer meiner ersten Begleiter auf YouTube gewesen. Und ich weiß, du hast dich speziell angemeldet zum Marathon, weil ich dich motiviert habe. Und ich bin da nur einen halben gelaufen. Aber das ist doch egal. Die Ergebnisse zählen. Und ich danke dir. Du bist einer meiner wichtigsten Supporter gewesen. Und ich hoffe, du klingst dich auch wieder bei diesem Content irgendwie ein mit den Kommentaren. Wenn ihr Kommentare geben wollt, würde es mich freuen, wenn ihr sie direkt bei YouTube runtersetzt. Ich freue mich aber auch über jeden Kommentar bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter und in anderen sozialen Medien. So, jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem. Es ist total schwierig, Leuten darüber zu erzählen, dass ich in ein Sportstudio kommen möchte, umsonst mit trainieren möchte und darüber berichten will. Ja, ah, da schicken sie uns mal eine Mail, dann kann man das in Ruhe durchlesen. Und ja, der Chef ist nicht da. Leute, 95 Tage haben wir noch Zeit, Content zu produzieren. Im Moment verdiene ich da überhaupt kein Geld mit. Ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt euch einklinken. Habt ihr ein Sportstudio? Seid ihr Personal Trainer? Seid ihr Vereinsvorsitzende oder Spartenleiter? Mensch, macht doch einfach. Kommt ins Tun, ruft mich an, ladet mich ein und wir kommen und wir werden schon keine fremden Gesichter zeigen, keine Minderjährigen oder sonstige Dinge. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, 2,5 Kilo habe ich fast abgenommen in 5 Tagen, ohne dass ich hier eine Special-Diät vorstelle. Nein, ich trinke 3 Liter Wasser, kein Weizenbier, keine Cola, kein Zucker. So, ich versuche auf Gluten zu verzichten, kein Weißmehl, kein helles Brot. Ich nehme nur noch glutenfreies Toastbrot, wie ihr heute Morgen in meinem Post gesehen habt. Natürlichen Orangensaft dabei, ein Frühstück mit Haferflocken. Das ist alles nicht richtig, aber besser, als wie ich mich sonst ernährt habe. Und ich merke eins, nach 5 Tagen, es geht ab wie Schmitz Katze. Die Reaktionen sind gigantisch und es macht tierisch Spaß. Nur,
Ich will euch nicht nur vom Laufen berichten, ich möchte euch auch andere Sportarten vorstellen und dafür brauche ich euch. So, ich bin hier in Euthen, ich laufe meistens um den Euther See, laufe aber auch überall. Übrigens Sonntag. Ja, wer es noch nicht gehört hat, ich bin dabei. Sonntag laufen wir Bremen Halbmarathon. Sind nur 21 Kilometer, denkt ein Marathoni. Aber hey, drei Halbmarathons habe ich schon, das wäre mein vierter. Und in 3 Wochen danach will ich wieder auf ganze Distanz starten, nämlich den Frankfurt-Marathon. Aber ich bin kein Laufcrack. Ich bin ein kleiner, alter, fetter Mann, der einfach ins Laufen gekommen ist und der euch motivieren will, mitzumachen. Wenn ihr im Fernsehen eine Doku seht, der Biggest, ne, the Biggest Loser oder wie sie alle heißen, dann würde man sagen, hey, da würde ich auch gern mal mitmachen. Und wenn man denn so ein Projekt vorstellt, ohne Kosten, ohne alles, ihr könnt alle mitmachen, bringt euch ein, denn macht es und sagt nicht immer, ja, schicken Sie mir mal eine Mail. Wisst ihr was? Von 100 Mails, die ankommen, wird vielleicht eine gelesen. Also hat das überhaupt keinen Zweck. Ich hab's doch bei den fucking Bewerbungen gemerkt. Ich bewerbe mich in Hotels, in Industriefirmen, kriege nicht mal eine Antwort. Weder, wenn ich eine Papiermail, bitte schicken Sie uns eine Mail als PDF. Wie sollen Leute, die keine Ahnung haben, PDFs zusammenfassen und hochschicken? Da werden Dulli-Jobs gesucht und man erwartet von denen, dass die in der Lage sind, PDF-Dateien zusammenzupacken und damit eine Bewerbung zu schicken, gerade bei Leuten im höheren Alter. Wir sind keine Digital Natives. Also entspannt euch. Ich bin der Silberlocken-Influencer. Ich bringe den Leuten, die keine Ahnung vom Internet haben, das bei, was ich weiß. Und es gibt immer Leute, die können es besser. Aber die interessieren uns nicht. Also kommt ins Laufen, macht einfach mit. Moin, grüß dich. Und so, wie gesagt, heute eine 5er-Runde, vielleicht wird es eine 10er. Heute Nachmittag gehen wir nochmal schwimmen. Die letzten Tage jeden Tag 10. Hey, es geht. Also, seid dabei, macht mit. 4 Minuten 17. Gleich trinke ich einen Kaffee, dann drehen wir den Vorabtrailer. Und ich sage euch eins, kommt ins Laufen. Und guck mal, geiles Wetter, es regnet. Aber es ist hier am See, es ist einfach schick. Meine Hündin ist gut drauf. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch allen schon mal ein tolles Wochenende. Sagen wir, komm, weiter. Hopp. Wir laufen weiter. Und, ach ja, was ich noch sagen wollte. Einige verfolgen mich an Runtastic. Dann mache ich an, dann dauert es aber ganz lange, bis ich ins Laufen komme. Andere verfolgen mich über Garmin. Ja, also die Sachen, ich versuche das alles parallel zu spielen, aber die Zeiten stimmen nicht immer. Heute zum Beispiel habe ich Runtastic eingeschaltet und die scheiß Hundeleine nicht gefunden, die ich um den Bauchgurt mache. Dann läuft das Ding und dann suche ich, wo habe ich die Hundeleine hingetan. Unterm Strich zählt, was am Ende rauskommt. Nach 100 Tagen machen wir einen Strich. Und wenn ich dann meine kleine Wanne weg habe, 15 Kilo weniger Weg habe, dann sage ich, dann hat sich's gelohnt. Und wenn ich nur 8 Kilo abgenommen habe, Himmelarsch, Leute, dann habe ich nur 8 Kilo abgenommen. Andere Leute wären froh, wenn sie nur 8 Kilo abnehmen. Also seht das positiv. Und auch der digitale Shitstorm, der manchmal entsteht. Ich habe mittlerweile ganz viele jugendliche Leute mit Migrationshintergrund oder auch ohne, das ist ganz egal, hier aus Euthen. Die spammen mich dicht, vollgepackt mit Rechtschreibfehlern, das kann ich auch übrigens sehr gut. Aber, und mach mich an, wer keinen Bock auf Burkhard Kadu, auf meine Sachen hat, hey, dann guckt öffentlich-rechtlich. Ihr müsst mich nicht angucken. Und ich zwinge auch niemand, mein Kram in irgendwelchen Sportgruppen oder Facebook-Gruppen auf. Ich biete es an. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ich guten Content liefere, der den Leuten, die da jetzt zugucken, helfen kann, im Thema Abnehmen, alleine irgendwas zu managen. Wenn ihr da meint, das passt, dann lasst den Content zu. Und wenn ihr meint, das war nicht in Ordnung, dann lasst ihn raus. Ich versuche hier einfach nur Reichweite zu generieren. Und ich habe keine Lust, alle durchgeknallten Admin-Spielregeln mir anzulesen, seitenlang. Heute habe ich Diskussionen mit einer Abnehmgruppe gehabt. Ja, wir posten aber nur mittwochs und freitags unsere Essenbilder. Und wir posten an den Tagen nur das Himmelarsch. Macht, was ihr wollt. Wenn ihr meinen Content mit haben wollt, biete ich ihn euch an. Und
für so eine bescheuerten Regeln. Wenn ihr Gruppen aufbaut, die was erreichen wollen, im Abnehmen, im Fitnessbereich, dann müssen die Menschen, mit denen ihr verbunden seid, ihre Erfahrung sofort mitteilen. Das heißt, wenn ich ein Erlebnis habe, kann ich nicht bis Mittwoch warten, um das dann mitzuteilen. Dafür sind Gruppen da und nicht damit, dass ihr meint, ihr könnt Zensur ausüben, was erlaubt ist. Wie gesagt, das ist meine Meinung in einem freien Land, im freien Internet. Sekunde einmal. Ich mache einen Schnitt, ich muss meine Hündin wieder einsammeln. Jupp. So, da bin ich wieder. Hund ist wieder bei mir. Wir dürfen ja wieder den Hund frei laufen lassen seit 1. Oktober. Und das ist wunderbar. So, nochmal, das soll ja keine Hasstirade sein. Ich versuche euch einfach mal klarzumachen, was ich ganz alleine hier versuche zu stemmen und wie viel Widerstände man hat. Und wenn ihr Lust habt, das anzugucken, freue ich mich über eure Kommentare. Gebt mir eure Wünsche, gebt mir eure Vorstellungen. Was für verrückte Sportarten gibt es? Heute habe ich was gelesen über Pooldance. Eigentlich ein totaler Frauensport, aber ey, hätte ich Bock drauf, das auszuprobieren. Und ich glaube, die, die sowas anbieten, die hätten Bock darüber, wenn darüber berichtet wird. Oder was auch, wir haben eine Kegelanlage. Letztes habe ich darüber gelesen, dass in Bremen die Bezirkskegelanlage in an der Duckwitzstraße, glaube ich, dass die überhaupt nicht mehr klarkommt, dass da keine Leute sind. Ist doch schon ein Jahr her. Ladet mich ein, wir berichten, das ist auch Sport. Oder selbst Schach ist Sport. Bringt uns zwar nicht wirklich weiter, aber hey, ich mache 100 Tage Sport. Mir ist es ganz egal, was. Ladet mich ein, ich bin dabei. Ob Voltigieren, Reiten, ob BMX, Kunstradfahren, ob Schwimmen, ob Tanzen, ganz egal. Ladet mich ein, ich komme mit der Kamera, ich probiere das alles aus. Und dabei habe ich mein Grundprogramm, dass ich versuche zu laufen, jeden Tag 5 Kilometer. Jeden Tag? Nein, nur an den Tagen, an denen ich was esse. Das ist meine Grundphilosophie. Denn wir essen jeden Tag, wir gehen jeden Tag auf Klo, wir gehen jeden Tag Zähne putzen, die meisten jedenfalls. Und so gehört auch das Sporten irgendwie dazu. Und dann verbessert sich vieles in deinem persönlichen Leben. Und ich will hier kein Coach sein, der irgendwelche fucking teuren Programme verkaufen will. Ich mache meinen YouTube-Kanal, versuche Reichweite zu generieren und versuche am eigenen Objekt irgendwas zu zeigen, was ein Mensch drauf hat. Und leider Gottes kann ich nur bei einem Menschen bestimmen und das bin ich selber. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei, abonniert meinen Kanal, kommentiert, macht Vorschläge, kritisiert mich. Auch das ist guter Content, wenn er fair und ehrlich ist. Keine Beleidigungen über die Menschen, mit denen ich was zusammen mache, mit denen ich meine Freizeit verbringe oder was auch immer. Das gehört weder in Internet noch in eine Zeitung noch an eine Hauswand gesprüht. Das gehört sich nicht. So, das war's. Jetzt habe ich wieder genug geredet. Ach übrigens, heute, ich habe versucht, ich habe mir so eine, wie nennt sich das denn? Klimmzugstange angebracht. Die habe ich noch bei meinem Vater zu Hause gefunden. Also auch kein Geld für ausgegeben. Auch wichtig, ich will kein Geld ausgeben. Und Leute, Klimmzüge. Wow, das ist echt schwierig. Ich versuche gleich noch mal ein paar zu machen mit der Kamera. Aber vielleicht erstmal für Content für morgen. Das ist holla die Waldfee. Alleine 85 Kilo auf den eigenen Arm hochzuziehen, das ist schon eine starke Leistung. Und ich weiß, die meisten von euch können das alles besser. Die meisten, die zugucken, haben das drauf. Die sagen auch, was willst du mit einer 5-Kilometer-Runde? Kein Problem, machen wir doch locker. Und die meisten machen ja regelmäßig Sport. Einmal im Jahr. So, das war's. Ich danke euch. Es hat mir Spaß gemacht, mir mal alle diese Dinge frei von der Seele zu rufen. Sang He und ich, wir verabschieden uns für heute. Alles Weitere morgen am Samstag. Vorbereitung Marathonmesse für den Bremen Marathon, für den SWB Bremen Marathon. Und schon haben wir wieder die Werbung erreicht. Den SWB Bremen Marathon, der am Sonntag durchläuft. Ich bin dabei mit 21 Kilometern. Ihr seid dabei am Monitor oder direkt auf dem Trottoir. Meine Freunde, danke. Ich wünsche euch alles Gute. Kommt gut ins Wochenende. Und wir sehen uns morgen. Bye, bye. Yeah. Wo ist mein Hund? Wo ist meine Hündin? Komm her. Danke, kommst du? Hey.